Wohin geht aktuell deine Aufmerksamkeit? An was denkst du momentan? Vielleicht kämpfst du gegen etwas oder du hast Mühe oder du hast ein Problem mit etwas. Und frag dich gerade selber, wohin geht aktuell deine Aufmerksamkeit? Und wir sehen es am Beispiel der Politik. Da gibt es einige Parteien und es gibt eine Außenseiterpartei. Und das gibt es in Österreich und in Deutschland genauso und in anderen Ländern auch. Und was machen diese anderen Parteien, also diese Parteien, die meistens in der Regierung sind? Sie bekämpfen die Außenseiterpartei und was passiert? Sie stärken genau diese, was sie nicht wollen. Ein interessantes Phänomen, oder? Alles das, was wir bekämpfen, wird größer, wird stärker, bekommt Energie, bekommt Aufmerksamkeit. Das ist wie wenn du eine kleine Pflanze hast und sie hat alle Nährstoffe und du stellst diese Pflanze an den richtigen Ort, vielleicht ins Sonnenlicht. Diese Pflanze wächst, wird stark, wird größer, dehnt sich aus, bekommt von Natur aus Energie, Kraft, Sonnenlicht, Aufmerksamkeit und so wirkt deine Aufmerksamkeit ganz unbewusst sehr oft kontraproduktiv gegen uns selber. Das heißt, das Ganze wirkt wie ein Bumerang. Und wenn du aktuell dein Thema oder deine Situation beleuchtest oder dich fragst, was beschäftigt mich jetzt? Und wogegen kämpfe ich jetzt? Achtung! Dahin, wo deine Aufmerksamkeit geht, zum Beispiel in den Kampf, in das Dagegen, in etwas zu verdrängen, in etwas zu lösen, in etwas wegzudrücken, genau das wird größer und wird stärker und bläst sich somit ganz unbewusst auf. Das ist ein Naturgesetz, das geht ganz von selber. Darum die allerwichtigste Frage, wohin geht meine Aufmerksamkeit? Und zwar jetzt, im Hier und Jetzt. Und wenn du da gerade mal reflektierst mit dir selber und sagst, wohin geht eigentlich heute meine Aufmerksamkeit? In die Lösung, in die Möglichkeit oder in ein Problem, in etwas, das klemmt und in etwas, das du mit Gewalt lösen möchtest. Und denk immer daran, die Dinge, die du bekämpfst, wenn du aufhörst, die zu bekämpfen, manche Dinge lösen sich und regeln sich sehr oft ganz von selber.